Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Miner's Land Server Gedings Let's Play und so. Was? Schon wieder? Muss man das jedes Mal machen? Na, für den Server vielleicht eine schlechte Idee. Server sollten niemals irgendwelche Entwicklerversionen benutzen, weil sind halt so instable as fuck. Gut. Oh ne, man kann die Malücke gar nicht deaktivieren. Was heißt wirklich die jedes Mal? That's sad. Na gut, egal. So, gucken wir mal, wo das Gleis hier hingehen sollte. Das Gleisbett ist ja schon mal da. Ach nee, das Gleis war da, aber die haben es nicht protected. Hat wohl jemand abgebaut. Ja, das sollte man als Owner aber wissen, dass das eine schlechte Idee ist. Ja genau, hier ist nämlich wieder protected. Und genau ab hier ist es nicht mehr protected. Das ist natürlich eine dumme Idee. Well, jetzt habe ich einen Haar in der Nase, jetzt im Mund. Was ist denn hier los, Amanakolm? Ist ja hier ab. Ja, okay, es gibt bloß eine Schleife. Aber ich sehe gerade, hier gibt es noch ein Gleis. Oh. Ja, oder auch nicht. Die haben sogar grün. Sehr nice. Hier war mal ein Zug. Please don't kill me. Oh, Alter, was sind hier alles für... Überall sind Sachen, die einfach abbrechen. Hier ist ein Gleis, da ist ein Netz. Alles bricht hier ab. Aber sowas hat man halt davon, wenn man eine fucking Microsoft-Filiale überall hinbaut. Ja, da sind genau solche Sachen hier. Alles verkackt. Oh, hier fehlt ein Gleisstück auch. Sehr interessant. Gut. Wir gehen mal wieder auf die Straße rauf. Und versuchen dann mal... Was ist das denn? Einen Ort zu finden, wo wir uns ein bisschen niederlassen können. Was ist das hier? Ah, wirklich eine Straße. Einfach mal ein Stück Straße mitten in der Landschaft. Ja, moin. Ah, auch wieder, weil es hier protected war. Wobei, nee. Das ist bloß ein Stück protected. Sehr interessant. Naja. Ein Haus. Ein Äffchen und ein Pferd. Autsch. Na, schade. Leider abgeschlossen. Kommt mal hier rein. Sad life. Mal gucken, ob ich mit meinen Parkour-Skills hier irgendwo mich reinjumpen kann. Aber sieht nicht so aus. Ne. Auf den Baum komme ich auch nicht rauf. Sad life. Ja, sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Und was ist das hier? Da ist einmal Mese in der Mitte. Ist das so eine PvP-Arena oder was? Hier sieht es nämlich unten auch ganz schön interessant aus. Was ist das hier schon wieder für ein Zeug? Oh, na, ja, na klar. Natürlich protected. Natürlich protected. Oh, das scheint wohl wirklich so eine Art PvP-Arena zu sein, ne? Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja, aha. Ein bisschen Bug-Using. Manche Leute würden es auch als Cheaten bezeichnen, aber ich... Ach, was war denn hier? Ein Prellböcke da oben. Was ist das denn hier?
Interesting. Ups. Wo wird denn das Gläschen? Irgendwo. Na super. Aha! Los! Fahr, mein. Fahr! Fahr! Fahr no mi! Oder also halt nicht. Also Freunde geht wieder zum Spawn, oder? Ja, genau, das ist Microsoft Haus. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung und gucken mal, was uns hier noch für neue Biome erwartet. Vielleicht lassen wir uns ja so wirklich in so ein Alien-Biom nieder. Ich meine, warum nicht? Vielleicht gibt es auch richtige Alien-Monster. I don't know. Wird sich was schon. Wenn wir denn so nachts einfach weggebeamt werden. Oh, Orangen. Dann nehmen wir auch mal einen Baum mit. Haben wir das Tablet bekommen? Vom Sapling. Für die Wissenschaft. Ah, okay doch. Sehr geil. Dann kommst du mal mit nach da. So, haben wir von beiden jeweils Sapling. Und wir haben auch richtige Apfelbäume. Sehr geil. Dann kann ich da auch ein bisschen Holz mitnehmen. Dann haben wir ja baumäßig schon mal alles, was wir brauchen. Oh, das ist eine Doppelkiste. Wie einfach die Äpfel runterfallen. Was ist denn hier los, Alter? Sad life. Hinten auch. Komm her. Danke. So, was ist denn hier los? Abgeschlossen Tor. Schade. Ah, ja, ist ja Alien-Biom, aber wieder ein relativ kleines, ne? Was ein Farbenkontrast hier, ey. Oh. I jump into my death. Na gut, also hier gibt es halt gar nichts, so keine Bäume, kein nichts. Was ist denn da, Alter, was ist denn da hinten? Holy shit. Tick, was ist das? Was zur Hölle soll das darstellen? Oh, okay. Hier ist definitiv some World Editing am Werk. Da hat ja jemand richtig Langeweile gehabt. Und das alles für ein kleines Haus. Ernsthaft? What the fuck? Quasi das Problem ist, da oben das Licht, das bringt halt gar nichts, weil sobald du hier unten Fixed Light machst, ist hier trotzdem alles dunkel. Alter, bis wohin? Bis da hinten geht's. Ja, moin. Alter, wer macht denn sowas? Deswegen bekommt bei mir niemand World Edit Privilegien. Volt, sorry, aber das ist einfach nur hässlich. Like, hässlich wie die Nacht. Also, das ist ja wirklich hier. Was ist das? Nee. Get me out of here. I don't want this. Gibt's einen Ausgang? Ist sie geschützt? Ja, ist geschützt. Verdammt. Ich will raus. Hey. Ah, der Freund geht raus. Geht's auch raus. Komische Geräusche. Hey. Hallo. Danke. Gut. Dann. Wow. Oh, Treibsand.
dieser Treibsand. Oh, was ist das denn? Ich sehe andere. Ach so, ist das das richtige Sand. So, hier war richtiger Sand, ne? Genau. So, dann bauen wir uns mal hier auf diesem kleinen Gebiet ein kleines Häuslein. Ich würde mal sagen, na kurz, erstmal hier eine kleine Grundplatte ausheben. Und ja, ich werde das nicht extra protecten, weil für die paar Völkchen, die wir hier on sind, wobei es natürlich jetzt hier neben diesem Drecksding natürlich auch schon echt hässlich ist, ne? Wie kann man einen Server so verschandeln? Ich weiß, es ist Geschmackssache, aber der Typ, der das gebaut hat, hat definitiv keinen Geschmack. Jetzt kommt's. War Clown F selber, ne? Haha! Sorry, I'm not sorry. So, ja, Nuba, ups. Nuba, Nibu, Nibuha, 88 hat das Spiel betreten. Okay. So, ey, hallo, kommt man hier. So. So, dann haben wir schon mal eine kleine Grundplatte. Dann müssen wir jetzt ein paar Holzstücke, Holzdingsbums reinnehmen. So, da kommt hier einer hin, so, pop, 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 und, pop, 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 und, pop. So, dann können wir gleich mal hier im Homepunkt setzen. Home. Yeah. So. Einmal haben wir natürlich noch nichts. Das heißt, geschützte Kisten zu können wir nicht machen aktuell. Da ist dann, was ist das denn hier für ein Zeug? Da hat ja jemand zeichnerisch richtig Talent gehabt. Interessant. 168 Seiten. Ey, das ist ja schon, ordentlich. Ey. Wow. Ja, ist das nicht das Beste? Sachen, die man nicht machen kann? Color Armor. Na, das ist ja wow. Na gut. Oh, ein Akkad. Dings der Bumster. Wie heißt der Dinger? Akkad Cabinet? Aber auf Deutsch? Akkad Maschine? Glaube ich irgendwie so. Und nein, auf den Dinger gibt es keinen Roblox. Oder Minecraft. Also abgesehen. Oh, was ist das denn hier? Medium Black Window? Big Black Window. Okay. Oh, natürlich. Die guten Sachen kann man nicht craften. Ah, guck mal, hier gibt es hier einen kleinen Digger. Home Workshop Machines. Ah, 3D-Printer. Aber die haben auch gar kein Rezept. Ey, das ist ja voll unfair. Man kann die Dinger sich ja gar nicht bauen. Ist ja. Also gibt es noch so mit 3D? Gar nichts, nur die beiden. Schade. Sad life. Und die kann man sich nicht mal bauen.
Diverse Bilder. Ja, ich meine, sowas könnte man sich vielleicht tatsächlich auf meinem Server auch mal gucken, ob man sowas nicht vielleicht mal macht, so ein paar Bilder, dekorative Sachen. Aber ich meine, das müsste ja eigentlich bei mir mit drinne sein, oder? So, hier auch wieder wunderbare, schöne Bilder ohne Rezepte. Sehr geil. Key for the Hacker Room? Ich dachte, Hacken ist hier verboten. Aber na, was denn nun? Leute, oh. Oh, noch was Neues. Lava Stuff. Eine Schaufel aus Lava? Ich meine, Lava ist doch, also weicher als Lava geht. Ich meine, Lava ist literally flüssig. Wie soll man daraus bitte schon ein Schwert bauen können, so? Meine, gut, wow. Ah, hier unten sind ein paar Sachen, die nichts haben. Okay, lol. Ich meine, gute Sachen, die aus Taste the Rainbow sind, ist natürlich, ne, ein Regenbogen ist auch nicht unbedingt fest. So. Aber. Alter. So kann man natürlich das Crafting Guide auch relativ schnell zumüllen. Mit solchen Sachen. Na gut. So, oh, und haben wir beide überhaupt keine Monster besucht, ne? Das heißt, es gibt schon mal doch keine Aliens. Sonst hätten wir uns ja welche besuchen müssen. So, was wir mal machen könnten, ist ja hier mal direkt mal Bäume pflanzen. Ich hoffe, das funktioniert auch auf diesem Boden hier. So, machen wir mal ein paar Bäume. Und dann können wir gleichzeitig hier noch mal ein paar richtige Bäume, also die Dinger hier, einfach mal so, ups, einem gefällt. Das gefällt mir. Oh, ich ist Baumwolle. Oh, da hat jemand ein Feld gebaut. Wer auch immer das war, Dankeschön. Ich nehme es mal in Beschlag. Yeah. Oder war ich das in einem Tagtraum? So, die Dinger kommen hier weg. So, da kommt hier noch einer hin und da noch einer hin und da noch einer hin. Vielleicht sollte man das Gebiet mal doch ein bisschen protecten. Die Frage ist: A, kann man überhaupt irgendwas protecten? Und B, wie groß kann man es protecten? Ich mach mal hier. Hier kann man relativ gut runter. So ungefähr. Ja, ist doch ideal. So. Area Position 1. Gesetzt. Gesetzt dem Fall, dass wir es gesetzt haben. So, und jetzt müssen wir auf der anderen Seite ein bisschen hochbauen. Machen wir mal hier das Zeug hier. Ja, sollte von der Größe so reichen. Haben wir noch irgendwas bei, was ich besser abbauen kann wieder? Also einfacher abbauen kann? Zum Beispiel, nee, Blätter sind nicht begehbar. Ja, dann kommen wir einfach mal Stein hier. Sollte von der Höhe was reichen, ne? Position 2 und jetzt Protect Home. Ah, bin ich guter Junge. Hab ich studiert. Yay. So, jetzt können wir hier in aller Ruhe bauen. Ja, ich sag mal so, Haus ist fertig. Mit dem wunderschönen Hintergrund. Okay, wir stellen uns mal lieber immer so hin und gucken nie nach hinten. So, wobei da ist auch interessantes Gebilde in der Luft. So, was wir jetzt erstmal machen müssten, sind einfach mal Kisten. Leider können wir die halt nicht protecten. Das heißt, unsere Kisten sind relativ ungeschützt. Also aber gar kein Problem, weil, es einfach kein Problem ist so. Ah, schade. Die haben ja zwar diese Unified Inventory drauf, aber nicht diese Unified Inventory Plus. Sodass man hier diese ganzen Sortierbuttons nicht drauf hat. Sad life.
I need more space. So. Weißt du was? Einfach mal dahin. Halt. Haben die hier Big Chest drauf? Nee, ne? Nee, haben sie nicht. Ah, sad. Sad, 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 sad. So, Äpfel kommt da rein und alles andere kommt hier rein. Hallo? Achso. Wollte schon wieder mit Leertaste öffnen. Ach, Mann, ey. So, du auch, actually, ein bisschen Saplings von Baumwolle können wir direkt wieder einpflanzen. Actually, können wir sogar uns hier gleich so ein kleines Ding bauen, das hier. Und dann können wir unser Feld direkt noch ein bisschen vergrößern. Ungefähr so. Oh, mein. Na gut, wir brauchen also erstmal Erde. Normale Erde. So, am besten ein bisschen von hier unten. Hier fällt niemanden auf. Also ist aber alles geschützt. Scheiß die Wand an. Hier ist nicht mehr geschützt. Dann kommen wir es mal von hier. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Sehr geil. Gleich ein bisschen Saplings hier. Was auch mal das ist. War ja klar. Ein Baum fällt natürlich nicht runter. Weißt du? Super leichte Sachen wie Gras und so fällt direkt alles zu Boden. Aber Bäume, scheiße, so Schwerkraft. Naja. Wunderschön, dieser fliegende Baum. So. So, halt, wir müssen ja hier unten hin. So, und jetzt mal hier ganze Kladderadatsch wegnehmen. Ich glaube, ich mache es gleich mal doppelt so breit. Because why not? So. Und dann haben wir hier direkt mal schön großes Feld. Hey, das läuft ihm vorbei. So dick bin ich nicht. So. Jutchen. Na dann. Tada. So, können wir nämlich gleich mal das hier auch noch mit anpflanzen. Dann haben wir gleich ein bisschen Zeugs. Versuchen wir das hier eigentlich ist. Farmspross. Ach, leg mich am Arsch. Ich bin der Farmer. So, das war's. Wir sind also Ende. So. Ja, was auch immer du da machst. Wir sind voll von hässlichen Biomen umgeben. Da hinten ist Pilze. Da hinten ist gut, Banane geht einigermaßen. Da hinten sind diese riesigen Bäume. Alles Biome, die ich eigentlich nicht mag. Und wir sind umgeben davon. So, da hinten ist so das einzige bisschen, was noch so normal ist. Sehr nice. Und wir sind hier natürlich mitten in einem Alien-Gebiet. Sehr geil. So muss das sein. So, die Frage ist, wechselt hier von dem Zeug überhaupt noch irgendwas? Oder muss ich hier echt alles gegen Erde austauschen an den Stellen? Vielleicht war es doch ein Scheißgebiet, uns hier niederzulassen. Ich weiß nicht. Na gut, auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge dann vielleicht erstmal da hinten hingehen und ein bisschen Holz schlagen. Einfach, weil ja, wir Holz brauchen, ne? Fürs Haus weiterbauen und so. Bis dann.